Schaut mir in die Augen. Seht ihr all diese Falten, die sich um diese Glubschaugen herum durch meine Haut ziehen? Stellt euch vor, die Synchro würde in Full HD gezeigt werden, dann würdet ihr jede eitrige Pore meiner Nase erkennen. Außerdem war ich heute Morgen beim Friseur und schaut mich an. Meine Haare sehen aus wie die eines dreckigen Pudels. Das untergräbt meine Autorität als Führungsperson der magischen Welt, denn ich bin der Zaubereiminister. So, jetzt macht ein paar Fotos. Von mir. Los! Dark Mark Sparks, Panic. Das ist ja eine tolle Reimzeitung, die ich hier habe. Oh, die fühlt sich gut an. Ich fahr mal sanft über die Seite hier drüber. Hermine, hör auf, mit deinen Zeitungen rumzumachen und komm runter. Ich habe einen Mann für dich gekauft und werde dich jetzt zwangsverheiraten. Nein, Mom. Den einzigen, den ich hier heiraten werde, das ist Comic McLagan. So, Dudley, dann packen wir mal noch unsere Koffer hier in den Anhänger rein. Ja, so. So, dann geht's ab in Urlaub. Oh, meine Eltern fahren schon wieder ohne mich in Urlaub. Oh, ich hasse meine Familie. Ein Ronnie steht am Felde ganz still und stumm. Er hat vor lauter Purpur ein Hemdchen um. Ach, was steht der Ronnie da ganz allein Ronnie am Felde? Ronnie Weasley, sofort auf zu singen. Aber ich mag singen. Mom, ich will nicht zwangsverheiratet werden. Ja, guck dir aber mal den hübschen Jungen an, den ich hier besorgt hab. Ja, nee, tut mir leid, ich glaube, ich töte dich lieber. Avada Kedavra. Boom, Headshot! So, jetzt wo ich die beiden umgebracht habe, sollte ich doch lieber in die Kirche gehen und beichten, oder? Und vielleicht sollte ich es mal mit dem Gebet versuchen. Hallo Jesus und Gott. Ich habe gerade zwei Menschen umgebracht, aber ich möchte trotzdem gerne in den Himmel kommen. Geht das klar? Tschüss, Hermine. Sesam, öffne dich. Verdammt, das hat nicht funktioniert. Dann gehe ich eben mitten hindurch. Ha! Ich bin Severus, der Bär, Snape. So, noch schnell die Treppen hoch und dann bin ich zu Hause. Severus, ich dachte schon, du hättest uns vergessen. Komm, setz dich hin. Ja, das hatte ich. Nun, und willst du uns auch sagen, warum du zu spät gekommen bist? Ich war auf einer Bandprobe. Meine Band kennt ihr ja, sie wurde von Coldmore in den ersten Synchro-Teilen ja oft genug erwähnt. Wir sind die schwarzen, untoten, blutgeträgten Waschlappen. Was ist denn das für ein hässlicher Name? Ihr seid so lustig, meine Freunde. Lasst uns nicht über Severus lachen, sondern über deinen hässlichen Spitzbart, Pius. Über meinen Bart? Ja, oder über die blondierten Haare von Lucius Malfoy. Nun ja, mein Herr, ich fände es äußerst amüsant, wenn wir zur Abwechslung mal über jemanden lachen würden, der, nun ja, keine Nase hat. Was? Ja, Herr, das fände ich auch gut. Ich meine, keiner sieht so bescheuert aus wie Sie. Ihr seid bekloppt! Oh, ich glaube, jetzt sind wir zu weit gegangen. Allesamt seid ihr bekloppt! Ich wüsste nicht, was daran lustig wäre. Ja, Herr, Sie haben recht. Sie sehen ohne Nase total normal aus. Gut, dann können wir jetzt ein Spiel spielen. Wer spielt mit? Oh, warum hat sich denn niemand gemeldet? Ich hatte gedacht, wir wären alle Freunde. Ich bin der dunkle Lord, also werden alle mitspielen. Der Blumensack geht um.
Der Blumensack geht um. Wer sich umdreht oder lacht, kriegt den Rücken blau gemacht. Oh ja, was für ein schönes Spiel. Lucius, weil ich der dunkle Lord bin, habe ich automatisch gewonnen. Gib mir einen Preis. Einen Preis? Ja, einen Preis. Ich habe einen Preis verdient. Hier, mein Lord. Oh, ich bin der dunkle Lord. Ich respektiere deinen Preis nicht. Ah. In Ordnung. Ah, ich bin böse. Ich mache ihn kaputt. Na, gefällt dir das? Nein, mein Herr. Es ist sehr demütigend, dass Sie mein Geschenk einfach zerbrochen haben. Und oh ja, ich bin demütigend. Ich bin der dunkle Lord. Oh ja, der dunkle Lord ist böse. Meine Freunde, unser Abend ist nun beendet. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft alle gut. Voll die traurige Erinnerung an Dumbledore. Ach, scheiß drauf, ich geh mal runter Abendbrot essen. Was ist denn hier passiert? Die ganze Bude ist ja leer. Ich glaube, da waren die Pullen mal wieder da, oder? Naja, mal in den Kühlschrank schauen. Oh nee, selbst das Licht aus dem Kühlschrank haben sie geklaut. Ey, die nehmen echt alles mit. Naja, vielleicht stehen sie ja noch vor der Tür und packen meinen Krempel gerade ein. Ich geh mal gucken. Hagrid, hast du mich beklaut? Hallo Ron. Ich bin ja Ron. Ich bin auch da. Geil. Hallo, jetzt mal gut hier. Seid alle mal leise. Harry, wie du siehst, ich habe eine Menge Statisten mitgebracht. Ich nehme an, du weißt, was Statisten sind. Immerhin bist du manchmal selbst fast einer. Statisten? Ja, Statisten, das sind Leute, die wie der Typ hier hinter mir einfach an der Wand rumstehen, keine Sprechrolle haben und nichts tun. Okay. Sie sorgen dafür, dass die ganze Szene total authentisch wirkt. Verstehst du das? Das ist wichtig für einen guten Film. Ich hab's verstanden. Und weil es extrem anstrengend ist, mit dieser Stimme zu sprechen, erstmal eine Pepsi. Was, Pepsi? Ich will Coca-Cola. Und was wollen eigentlich all diese Statisten hier? Ich meine, wozu hast du all die Idioten mitgebracht? Wir wollen ein Rennen fahren. Und damit das Rennen noch spannender wird, verwandelt sich jetzt jeder in Harry und dann kommen noch ein paar Todesser, die uns versuchen, die Köpfe von den Schultern zu schießen. So, ich würde sagen, es kann losgehen, Harry, oder? Ja, die sehen echt alle aus wie ich. Das ist echt ziemlich hässlich. Ja, Harry, den Anblick müssen wir jeden Tag ertragen, wenn wir mit dir zusammen sind. Und jetzt los! Los, Hedwig, nach 10 Jahren Gefangenschaft in meinem kleinen Zimmer bist du endlich frei. Los, flieg davon und leb dein Leben. Oh. Scheiße, wurde die gerade abgeschossen? Seid ihr alle bereit? Oh ja, das sind wir. Ich hab meine Geheimwaffe! Mann, was denn da oben los? Fahren die schon wieder so ein beknacktes Rennen? Ja.
Wir haben gewonnen. Hagrid, hast du eingekackt?